Herzliches Willkommen, einen schönen Nachmittag wünsche ich Ihnen zur heutigen Veranstaltung. Danke Ihnen fürs Kommen, trotz dieses Spätsommertages hier draußen. Wir haben in letzter Zeit ein bisschen Pech mit der Wetterlage, aber das Thema ist so interessant, dass es offensichtlich auch Ihnen so geht, dass Sie das gerne anhören möchten, obwohl es draußen schön wird, so in der Sonne sitzen. Weil wir heute ein Thema haben, das bisher doch nur ganz selten mal irgendwo öffentlich zur Diskussion gestanden ist, außer eben in den letzten Monaten in einer Ausstellung in Schwarzenberg im dortigen Heimatmuseum oder Angelika-Kaufmann-Museum. Mein Name ist Markus Barney, die meisten von Ihnen wissen es. Ich bin Kurator der Ausstellung oben im vierten Stock in diesem Haus Vorarlberg, ein Making-of, und eine der Aufgaben, die ich hier übernommen habe, war nicht nur diese Ausstellung zu kuratieren, sondern auch ein Rahmenprogramm zu entwerfen, das sich darum kümmert, um Themen, die dort vorkommen oder die dort zu wenig vorkommen oder die dort so vorkommen, dass man sie auch nachbereiten oder nachdiskutieren will. Und heute haben wir ein idealtypisches Thema, das dort nämlich überhaupt nicht vorkommt, weil es unter anderem auch in der Forschung bisher kaum vorgekommen ist. Und natürlich stützt man sich, wenn man solche Ausstellungen macht, auf das, was sozusagen schon publiziert wurde und schon erforscht wurde. Ja, und da hat sich jetzt eben herausgestellt, da gibt es ein Thema, das wurde bisher offensichtlich unterschätzt und ist jetzt zum ersten Mal in den Fokus der Wissenschaft geraten. Und die Wissenschaft in dem Fall wird verkörpert durch die zwei Barbaras. Die Barbara Motter, Historikerin, und Barbara Grabherr-Schneider, Kunsthistorikerin und Mitarbeiterin am Bundesdenkmalamt. Beide haben sich schon mehrfach gemeinsame Projekte gemacht. Es steht da, glaube ich, oben drüber, angewandte Kultur- und Naturgeschichte, Motter und Grabherr. Mehrfach Projekte gemacht, unter anderem ein sehr schönes Buch über die Fabriksorte in Vorarlberg, das eine der präzisesten Zusammenfassungen der Vorarlberger Wirtschaftsgeschichte enthält, die ich kenne bisher. Ja, und jetzt haben Sie sich eben einem Thema gewidmet, das bisher kaum einmal im Fokus stand, nämlich der Heimarbeit. Und es steht ja wirklich nicht zu Unrecht der Titel vom Wirtschaftswunder am Küchentisch. Wir haben in der Annahme, dass wir heute nicht so wahnsinnig viele sind, es war nicht ganz so richtig wie unsere Annahme, haben wir gesagt, jetzt probieren wir es mal sozusagen mit einer Sitzgruppe heute und schauen, ob das so geht, dass wenn wir hier sitzen, dass es trotzdem alle gut mitkriegen. Wir haben aber auch Mikrofone, also die wir auch in die Hand nehmen können, wenn es dann doch ein bisschen zu leise wird. Ja, die beiden Barbaras sind eben seit einigen Jahren dran, das Thema Heimarbeit zu erforschen. Und die Frage ist natürlich ganz klar, wie kommt man auf das Thema oder wie seid ihr überhaupt darauf gestoßen? Also das Thema ist, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr, wann das aufgetaucht ist, aber es ist sicher durch unsere Arbeit in der Industriegeschichte mit diesem Schwerpunkt, sind wir irgendwann in Gesprächen draufgekommen, und das ist mir aufgefallen, weil ich eine Nicht-Vorarlbergerin bin, oder? Mir ist vorkommen, alle anderen wissen das ja eh, und mir ist das aufgefallen, dass jemand angefangen hat, also ich habe in Heimarbeit oder die Mama hat das gemacht, und dadurch ist mir bewusst worden, da ist irgendwas gewesen, was für mich unbekannt ist, nämlich Heimarbeit. Und es ist sozusagen in der jüngeren Vergangenheit, und es war nicht im 19. Jahrhundert oder im 18. Jahrhundert, so wie es mir schon bekannt war aus der Literatur mit den Stickerinnen im Bregenzer Wald. Und so haben wir das Thema dann angefangen zu besprechen. Und das Lustige war, die Barbara hat dann sofort nach den ersten Gesprächen, typisch Vorarlberg, ihr ist sofort eingefallen, Höchst, ja klar, der Blum. Oder? Blum hatte Heimarbeit, was für mich die nächste Überraschung war, dass das nicht nur im textilen Bereich war, sondern erstens nach 1945, zweitens in allen Branchen, wie wir draufgekommen sind in der Zwischenzeit. Und so sind wir dann sehr neugierig geworden, was ist das eigentlich? Ist das jetzt ein Phänomen, ein Randphänomen, oder ist es ein struktureller Teil der Wirtschaftsgeschichte, der Industriegeschichte seit 1945?
Und zu welchem Schluss seid ihr gekommen? Ja, ist definitiv ein struktureller Teil. Das Spannende ist, unser Buch das über die Fabriksbauten endet ja mit 45 von der Beobachtung, vom Beobachtungszeitraum her. Das neue Projekt beginnt genau da. Wir haben für dieses Buchprojekt natürlich Firmenschriften durchgeforscht und das Thema Heimarbeit kommt eigentlich in keiner dieser Firmenchroniken vor. Also auch, wir haben natürlich die Chroniken auch bis zum Jetzt-Zustand, also bis zum jetzigen Zeitpunkt beobachtet. Das ist uns aufgefallen. Wie gesagt, erst durch das Sichtbarmachen auch von der Barbara. Für mich war es ganz normal. Ich kann mich erinnern, bei der Gotha hat man keine Arbeit oder da. Also, aber nicht bewusst. Also es war einfach selbstverständlich, dass wenn man als Kind irgendwo hingegangen ist, dass die Mütter da am Arbeiten waren, oder? Und von was für einer Dimension reden wir denn jetzt da eigentlich? Also, spannend. Wisst ihr inzwischen, was für Größenordnungen da stattgefunden haben, also die, an Heimarbeit? Die Zahlen zu eruieren ist sehr schwer. Es hat eine Heimarbeiterkommission gegeben, vielleicht kannst du das noch kurz umreißen, wie diese rechtliche Situation ist. Wir haben stichprobenartig Zahlen, wir haben jetzt sehr viele Gespräche schon geführt und wir wissen aus Erzählungen von früher, meine Frau hat ein bisschen Heimarbeit gemacht. So, das ist so das Landläufige. Wir sind aber jetzt mittlerweile so weit, dass es einfach weit über 7 Stunden täglich waren an einem Arbeitstag, also bei den meisten. Und wenn ich das heute mit meiner Arbeitszeit vergleiche, ich mache Halbtagsarbeit am Denkmal um 20 Stunden und das ist relativ viel vom Verhältnis her, also sehr spannend. Also wir reden von einer ganz anderen Dimension, das wissen Sie alle, die wahrscheinlich auch vielleicht selber Heimarbeit gemacht haben oder in der oder Leute gekannt haben, ganz andere. Also nicht ein wenig Heimarbeit, sondern wirklich ganz große Dimension. Also über das war eben nicht eine Nebenbeschäftigung, nein, die man mal am Abend so geschwind nach dem, während dem Fernsehen sozusagen gemacht hat. Definitiv nicht. Falls es schon Fernseher gegeben hat, ja, ich weiß. Der Fernseher hat es dann durch die Heimarbeit gegeben. Konnte man sich durch die Heimarbeit dann leisten, den Fernseher wahrscheinlich. Soll ich kurz? Ja, bitte. Also es ist ganz sicher, im 19. Jahrhundert oder schon im 18. Jahrhundert, die Industrialisierung in Vorarlberg hat ja über die Textilindustrie begonnen, über die Schweiz, über Heimarbeit. Oder? Das hat über Heimarbeit im Bregenzer Wald begonnen und die Zahlen waren damals natürlich viel, viel höher. Es war aber vollkommen ungeregelt, es war bis 1918, wie vieles, vollkommen ein unreglementierter Bereich. Da gibt es die verschiedensten Zahlen von 13.000 in ganz Vorarlberg, die gestickt haben bis, also diesen Zahlen bin ich jetzt nicht mehr so weitergegangen, aber es gibt schon so um 1900 im Bregenzer Wald drinnen zum Beispiel Kettenstichstickerinnen um die 3.000, gibt es solche Zahlen. Nach 1945 war das natürlich viel, viel weniger. Aber doch waren es in den Spitzenzeiten, und da muss man also mit dem Wirtschaftsaufschwung ab Mitte der 60er Jahre bis in die 80er Jahre ist immer von ungefähr 4.000 die Rede. Diese 4.000 sind aber jene, die durch diese Kommission in Überprüfungen und durch die Anmeldung, weil sie mussten, waren meldepflichtig, die Unternehmen, durch die Anmeldung erfasst wurden. Das heißt aber nicht, dass das 4.000 waren, sondern vermutlich viel mehr, weil viele waren nicht angemeldet. Es waren viele Frauen, die sich dann dazugesetzt haben und ihrer Mutter geholfen oder ihrer Tochter geholfen oder der Nachbarin. Also involviert in das System Heimarbeit waren sicher viel, viel mehr Menschen. Also es gibt auch einen Graubereich sozusagen. Und wenn man noch einen Schritt weitermacht und alle Involvierten in dieses System, also die Chauffeure, die die Heimarbeit ausfahren, die Personen im Stammbetrieb, die das ausgeben, die das organisieren, dann war das natürlich schon eine große Sache. Mhm. Jetzt ist ja die Frage, was hat es dann sozusagen wirtschaftlich für eine Bedeutung gehabt? Also war Heimarbeit irgendwie was, wo man sozusagen irgendwie kurz mal einen Auftragsspitzen abgedeckt hat, oder war Heimarbeit etwas, was kontinuierlich neben der Tätigkeit in den jeweiligen Fabriken oder was es waren, dann permanent stattgefunden hat? Beides, wobei es war schon in erster Linie sehr praktisch zum Spitzenabdecken. Eine Industriereserve, aber es haben natürlich über Jahre kontinuierliche Heimarbeitsgruppen gegeben, die Firmen zugearbeitet haben. Also die waren ein fixer Bestandteil, haben oft ganz was Bestimmtes in der Produktion gemacht. Das war dann ganz ausgelagert an die Heimarbeiterinnen. Das heißt also, bestimmte Produktionen sind sozusagen von vornherein nicht in der Fabrik oder in der Stickerei oder wo gewesen, sondern sind automatisch ausgelagert worden. Genau, aber es gab auch das, dass im Betrieb dasselbe gemacht wurde wie in der Heimarbeit, und das war einfach dann, um die Spitze abzudecken und keinen neuen Wohnraum bauen müssen für Arbeiter, die man von außen herholt. Das war der Vorteil, oder?
Ja, jetzt habt ihr schon gesagt, es ist sozusagen relativ schwierig, Zahlen zu finden, auch konkrete Unterlagen zu finden. Wie schwierig war es denn, Menschen zu finden, die was darüber erzählen? Das war jedoch nicht schwierig. Wir bekommen laufend Hinweise, sind auch sehr dankbar. Uns interessieren natürlich auch die Nischen, ganz speziell im Regenzer Wald, was sehr textillastig natürlich, was auch klar, also sehr viel Textil. Wir freuen uns über jeden Hinweis. Wir können mittlerweile nicht mehr allen Hinweisen nachgehen und machen daher so Sammel-KWs. Wir werden später noch auf das eingehen, wo wir froh sind, wenn die Menschen auch zu uns kommen und das erzählen. Und wir sammeln diese Erinnerungen und forschen dann weiter nach, dass wir einfach einen Überblick bekommen über das Thema. Hm. Jetzt ist natürlich wahrscheinlich eine interessante Frage, wie das so geschlechtsspezifisch ausschaut bei so Heimarbeit. Ist das eine reine Frauensache? Ist das auch aufgeteilt auf Männer und Frauen? Sind Kinder beteiligt? Wie sieht es da aus? Also natürlich ist es ein Frauenthema. Aber ich sage immer, es ist ein Familienthema, denn jede Frau hatte eine Familie und die ganze Familie war rein räumlich davon betroffen. Und es waren zu 80% oder 90% waren es Frauen mit Kindern. Das war ja ein Grund für Frauen, Heimarbeit zu machen, weil sie einfach durch die Kinder so betreuen konnten, oder? Also insofern war es immer ein Familienthema, wenn die Mutter zu Hause am Küchentisch oder im besten Fall in einem eigenen Kammerl arbeiten konnte. Das heißt, die Vorstellung, die Frau blieb früher zu Hause, um die Kinder zu betreuen und das Essen zu kochen und so, stimmt da nicht so ganz? Nein, stimmt nicht ganz. Es wird spannend, wir erweitern ja, das wirst du dann noch erzählen, die Ausstellung auch nach ins Rheintal nächstes Jahr. Im Bregenzer Wald war es sehr eindeutig. Die Frauen, die hatten einfach keine anderen Chancen, dort an Arbeitsmöglichkeiten, die mussten zu Hause bleiben und haben ja zu Hause einfach der Industrie zugearbeitet. Ja. Es ist ja vielleicht ganz interessant, weil man bei der Gelegenheit auch einmal erwähnt, das habt ihr ja in der Ausstellung in Schwarzenberg gemacht, wann es welche Art von Kinderbetreuung gab, zum Beispiel im Bregenzer Wald. Also wie lange gibt es dort schon Kindergärten? Also hat ja offensichtlich was miteinander zu tun, die Möglichkeit, Kinderbetreuung zu haben und eben nicht außer Haus zu arbeiten, sondern im eigenen Haus zu arbeiten. Ja, das ist nicht nur im Bregenzer Wald, also das kann man weiter verfolgen. Das werden wir auch jetzt, wenn wir aufs Rheintal gehen, wir weiter dokumentieren. Das gehört ganz parallel dazu natürlich. Wann gab es Kindergärten, ab welchem Alter? Und wollten, die Frauen waren ja auch froh, dass sie zu Hause, dass sie es verbinden konnten. Also es ist beides, oder? Da kommen beide Geschichten eigentlich immer wieder, oder? Aber auch nochmal zum Familienthema, das war natürlich immer eine Sache, wir haben diese Kettenstichstickerei, die ein großes Thema war, das macht ja einen Höllenlärm. Und die Dame, die das gemacht hat, hat dann erzählt eben, dass sie, wenn der Mann nach Hause gekommen ist, schnell aufhören müssen, weil den Lärm, den hat er nicht verdreht, oder? Und so, also auch eine spannende Sache. Das haben vorwiegend Frauen mit größeren Kindern gemacht oder ältere Frauen, weil es eben so laut war, da kein Kind daneben schlafen können. Also solche Spezifitäten gibt es auch da, ja. Das ist Familienthema. Ich hab ja die ihr dort gehabt hat am Samstag bei der langen Nacht der Museen, hat ja eine das vorgeführt und ich habe sie auch gefragt, wann haben Sie das gemacht, zu welchen Tageszeiten? Dann hat er gesagt, ja, den ganzen Tag. Am Abend habe ich dann sozusagen dann abgeschnitten und nachgearbeitet, damit der Mann nicht gestört wird, genau, sozusagen durch meinen Lärm, den ich da mache. Aber im Prinzip hat sie den ganzen Tag ganz normal gearbeitet, wie wenn sie in die Fabrik gegangen wäre. Mhm. Also außerdem nebenbei noch kochen und Kinder genau üben. Und im Stall vielleicht noch dazu noch. Noch zu deiner Frage, ob das weiblich war oder nicht, wir sind sowieso der Meinung, dass Industrie weiblich war. Also das wäre vielleicht auch ins richtige Licht zu rücken manchmal, auch die historische Betrachtung der Industrie. Da wiederum das Thema der Überlieferungen, der Firmengeschichten. Also das ist sicher ein Punkt, der neu zu betrachten ist. Einfach dann, wenn wir auch die historischen Fabriken anschauen, wie viele Frauen haben da gearbeitet. Oder? Das ist also die Mehrheit Frauen genau waren in der Frühindustrialisierung auf jeden Fall. Genau, oder? Und aber das zieht sich jetzt auch weiter, auch, oder? Das ist ein spannendes Thema. Und Kinder? Ja, also Kinder haben mitgeholfen. Aus den Erzählungen ist ganz klar, Kinder mussten mithelfen, aber sie haben es auch gemacht. Das Verständnis der Solidargemeinschaft Familie gegenüber war anders. Man hat einfach mitgemacht.
die einen haben dafür Taschengeld bekommen, die anderen haben dafür Fernsehen dürfen, die anderen haben gar nichts gekriegt. Also aber das, die Kinder waren irgendwie mit einbezogen, aber sie waren nicht in dem Sinn mit einbezogen wie Stickerkinder in Lustenau, das sagen wir immer, das ist uns wichtig, die wirklich Betriebskapital waren und nach der Schule nach Hause durch an der Stickmaschine stehen mussten. Das haben wir jetzt in der Art noch nie gehört. Kinder waren involviert, aber eigentlich war es immer das Ding der Mutter. Und was auch interessant ist, das möchte ich betonen, es gibt schon dieses äußere Bild von den Familien damals und die Frauen haben das gemacht, aber in der Familie hat es schon Varianten gegeben. Also es hat durchaus die Männer gegeben, die sind nach Hause gekommen, haben von dem Wert dieser Arbeit gewusst und haben der Frau einfach am Abend auch noch geholfen, ausschneiden, verpacken, weil sie gewusst haben, dass das fürs Familieneinkommen wichtig ist oder für einen Hausbau oder für den nächsten Traktor. Andere Fälle hat es natürlich auch gegeben. Also die Arbeitsaufteilung dann intern, die war nicht so ganz klischeemäßig, die Frauen machen das und die Männer nicht, sondern die haben dann auch schon mitgeholfen, auch im Textilen. Und gab es das auch umgekehrt, dass es geheim war? Auch. Also gegenüber dem Mann sozusagen auch, geheim auch gehalten wurde? Oder möglichst ganz, also dass er gar nicht gestört ist, klar. Aber dass die Frau dann nette, kurze, wir haben so kleine Anekdoten, dass die Frau halt am Sonntag noch bügeln musste, weil sie halt sonst unter der Woche keine Zeit hat und das halt so lange der Mann nicht zu Hause war. Mhm. Und bei den Kindern das Gleiche, die Nachbarskinder, bei denen man zu Hause nicht Heimarbeit gemacht hat, die hat es fasziniert. Und diejenigen, die es selbst machen mussten, es ist halt wie Kinder sind, nach einer halben Stunde war es halt nicht mehr so interessant, oder? Am Anfang war es noch so ein Wettbewerb, oder gibt es eine nette kleine Geschichte, so Schürzenbändel so ja, umdrehen. Umstülpen. Oder? Umstülpen, ja. Also das ist, aber mithelfen hat man müssen. Wenn ein Auftrag schnell gehen hat müssen, dann haben wir wirklich viele zusammengeholfen. Also jetzt nur, um das zu erwähnen, Sie kriegen natürlich jederzeit Gelegenheit, auch schon mit Fragen zu stellen. Und natürlich bin ich nachher auch noch neugierig, ob jemand noch eigene Erlebnisse mit dazu beitragen kann, wenn wir das mal so ein bisschen das Feld abgedeckt haben. Ja, bitte. Also ich habe jetzt immer von Heimarbeit, ich kann laut genug sprechen. Okay. Ja. Stefan, ob wir die Frage brauchen auf der Aufzeichnung. Aber. Ja, Sie haben bisher immer sozusagen von Produkten gesprochen, die die Textilindustrie berührt haben. Aber ich glaube, es hat auch noch andere Sparten gegeben, zum Beispiel Montagen für elektrotechnische Betriebe und so weiter. Das hat mir bisher gefehlt. Und da waren sicher nicht nur die Frauen dabei beteiligt. Und ich glaube, man muss auch sagen, dass diese Heimarbeit, also das haben Sie eh schon erwähnt, eigentlich eine gute Möglichkeit war, zu Hause zu bleiben und dort einem Verdienst nachgehen zu können. Ich glaube, man darf die Heimarbeit nicht sozial zu stark negativ sehen, sondern ich sehe das eigentlich eher positiv. Heute, wo man sehr mobil ist, wo jeder mit dem Auto fahren kann oder mit guten öffentlichen Verkehrsmitteln, kommt er auch zu einer Arbeitsstätte. Aber das war ja früher nicht möglich. Und es geht ja nicht nur um den Bregenzer Wald, es geht auch um die anderen Täler, Großwalsertal, Klostertal und so weiter. Und das war ja eine gute Möglichkeit für die Leute, ein bisschen etwas dazu zu verdienen. Da kommen wir nachher gleich noch drauf, auch im Hinblick auf die zukünftigen Veranstaltungen. Aber wir können ja gleich mal was. Also, das ist jetzt nicht unser Ziel, dass wir das irgendwie negativ gewichten möchten. Das soll nicht so rauskommen. Ja, es ist, wir sagen immer, im besten Fall, wenn der Auftraggeber seriös war und die Bezahlung okay und die Frauen waren angemeldet, dann war das eine Win-Win-Situation. Den Frauen ist das entgegengekommen, sie konnten arbeiten, sie konnten ihr eigenes Geld verdienen. Sie haben jetzt eine Pension, wenn sie angemeldet waren. Und dem Auftraggeber hat es auch geholfen. Also das hat sich durchaus da, dann die in, war positiv für beide Seiten. Aber es sind natürlich andere Varianten, waren auch möglich. Kommen wir mal gleich noch drauf auf die Frage nach der sozialrechtlichen Stellung nochmal. Frau Motter wollte auch noch was fragen. Wie waren die sozial, waren die gesichert? Mhm. Die Armut genau. Der Frauen, das eine Bewegung im Land, die keine Pension haben, weil sie gearbeitet haben und einfach nicht angemeldet waren, keine Beiträge bezahlt haben. Ja. Meine zweite Frage, wie war das Verhältnis zu den Fabriksarbeiterinnen, ja, an der Arbeitsstelle, in der Fabrik. Richtig. Ich glaube, dass es auch ein sehr großer Vorteil für die Unternehmer war, Billigkräfte durch die Heimarbeit zu bekommen. Also das ist mein... Na klar. Genau. Wäre die nächste Frage gewesen und ist sie hiermit. Klar war das ein Geschäft. Also sie mussten zwar per Gesetz, es gibt
1918 ein erstes Gesetz, 1954 ein neues Gesetz, mussten sie 80% von dem kollektivvertraglich geregelten Lohn einer Fabriksarbeiterin bekommen. Es war aber natürlich nicht immer so. Und die Sonderzahlungen, das war auch ganz ein heikles Thema, Weihnachtsgeld und so. Das ist ja dann mit der Zeit durch Novellierungen immer dazukommen, dass die auch rechtlich besser gestellt werden. Also nach was wurden die gezahlt? Nach Zeit oder nach Stück? Oder? Nach Stück. Bis aufs Nachstückchen, das wurde mit stundenweise gezahlt. Das war auch immer besser bezahlt. Das soll jetzt nicht idyllisch klingen, dass die Frauen ein bisschen was gearbeitet haben. Aber das Interessante ist, da in der langen Nacht, die Frau, die wirklich ihr ganzes Leben lang viel gestickt hat, hat am Mikrofon hat sie gesagt, ich habe eine Kleile was verdient. Also sie hat nicht viel verdient in der Kettenstichstickerei, aber sie hat die ganze Zeit Vollzeit gearbeitet eigentlich. Aber vielleicht ein paar Beispiele aus einem metallverarbeitenden Betrieb, wo wir jetzt wirklich hohe Zahlen haben, einmal eine, also noch nicht repräsentativ, aber es war ganz ein gutes Zuverdienst. Also das war bei den Metallern. Also das ist ein großer Unterschied. Und durchs Band haben die Frauen gesehen, wirklich, das war toll, wir haben das verdienen können. Mussten fertig war, was gerade schade, also im Bregenzerwald, oder? Das war wirklich ein Bedauern da. Und ich möchte das ganz kurz noch zu den Metallerzahlen, also wo ja die Stundenanzahl rausgenommen haben, das war ein guter Verdienst, das waren 5.000 bis 8.000 Schilling im Monat zum Dazuverdienen. Und das 1984, also das ist ein schöner Betrag, oder? Wenn man das rechnet, da ist ein Durchschnittslohn gewesen, wahrscheinlich von 15.000 für Metaller ungefähr. Und das bitte vor, also ohne Prämien und Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld. Man muss wirklich ganz fest unterscheiden. Es gibt hart schwarze Schafe gegeben, ja. Aber es hat auch manchmal ganz, ganz gut geklappt. Also große Betriebe haben sich das auch nicht, das ist ganz, sauber abgewickelt gewesen und auf dem Lohn und vor allem hier. Also man muss wirklich differenzieren. Und wir möchten es ganz neutral betrachten und aufzeichnen einfach, wie viele, was ist das für eine Menge, wie viele Personen sind es gewesen, wie viel ist gearbeitet worden. Und man kann es auch mit den Bogen auch zu heute spannen, wieder mit Homeoffice und, oder? Dieses Thema, was ist überhaupt Arbeit, oder? Wie wird Arbeit definiert? Ist nur bezahlte Arbeit Arbeit? Also das ist auch ein ganz spannender Aspekt, der für jeden von uns interessant ist, oder? Und vor allem was flexible Arbeitszeit. Ja, genau. Das ist auch ein wichtiger Moment. Also das ist eine große Spanne. Wie? Die sich selber versichern müssen und einzahlen, um sie... Das Unternehmen, der Auftraggeber musste sie ab einer bestimmten Menge, die sie gearbeitet haben, musste sie anmelden. Also sie waren meldepflichtig. Wie war denn dann der Status innerhalb der Firma? Also wenn jetzt Firmenfeiern stattgefunden haben zum Beispiel? Ganz unterschiedlich. Also es hat Firmen gegeben, wo die mit dem Bus angereist sind oder eingeladen wurden und auch oder an der Ausgabestelle, die waren einfach bekannt. Oder es waren auch die Gattinnen oft von den Männern, die in den Firmen gearbeitet haben. Also hat es alle Varianten bis zu ganz anonymen Auftraggebern. Es gab ja auch Auftraggeber in der Schweiz im Textilbereich, die durch diesen vertraglich geregelt nach Vorarlberg die Stickereien gebracht haben. Hier wurden sie bestickt und dann wieder zurück. Also, aber auch da gab es Fälle, wo die Frauen in die Schweiz einmal jährlich einen Ausflug machen konnten. Also es war natürlich, je besser diese Beziehung war, desto positiver wurde oder desto besser wurde auch gearbeitet. Das glaube ich sicher. Das ist aus Erzählungen auch kommt es immer wieder durch bei den Auftraggebern, dass das auch eine sehr wertvolle Arbeit war, die sie gemacht haben. Und muss ich auch noch schnell erzählen, wir haben einen Auftraggeber, eine Gruppe von einer Lustenauer Firma war in Schwarzenberg und die haben das so betont, dass was die Frauen da gemacht haben, das Ausschneiden und dann abzählen und verpacken und noch das Etikett drauf, diese Arbeit war gleichwertig wie die Arbeit aus dem Betrieb. Also die haben wirklich Industriearbeit auf höchstem Niveau gemacht, von der Präzision. Das war nicht nur irgendwie so ein bisschen nacharbeiten oder zu Hause, sondern die haben nach dem gleichen Standard Akkord gearbeitet. Mhm. Und Spezialaufträge sind sogar nur in Heimarbeit gemacht worden, oder? Manchmal, oder? Wirklich also, da. Wenn ich mich recht erinnere, sind die Heimarbeiterinnen oder Heimarbeiter von den Firmen eingeschult worden. Im Betrieb. Auch. Und es sind ja zum Teil die Maschinen zur Verfügung gestellt worden. Auch. Maschinen und dergleichen. Auch unterschiedliche Varianten zur Verfügung gestellt worden oder sie mussten es selber kaufen, es wurde dann abgegolten. Also es gibt wirklich alle Varianten hier. Oder natürlich in der Metallbranche, da hat es spezielle Geräte gegeben, die extra für das angefertigt worden sind. Und sobald ein Produkt sich weiterentwickelt hat, hat man das wieder angepasst, oder? Und es hat wieder Einschulungen gemacht. Aber ja. Die Kettenstickerei zum Beispiel, das waren die eigenen Maschinen dann, oder?
Auch unterschiedlich. Auch unterschiedlich. Die meisten haben, Kettenstich ist eine Besonderheit, oder? Darum habe ich da das allererste Bild, war der Blick in die Vergangenheit. Kettenstich war sowas wie Familien, es war schon fast genetisch im Bregenzer Wald, weil da hat die Oma schon gestickt, dann hat die Mutter gestickt. Also das war auch eine Bevölkerung, die hatte schon die Bereitschaft oder die kannten das ja. Also die Frauen, die gestickt haben nach 45, die kannten das schon über 2-3 Generationen, dass man gestickt hat und es waren meistens schon Maschinen da. Mhm. Aber sonst gab es auch Auftraggeber, die Maschinen zur Verfügung gestellt haben. Wann soll man denn das herzeigen? Ich zeige es am Schluss, weil ich gern zeigen möchte, was wir sammeln. Aber ja, dieses Bild ist eben so das Klischee von der Stickerin im Bregenzer Wald, oder? Das man im Kopf hat, was Heimarbeit betrifft. Das ist ein stilisiertes Bild. Franz Beer im Zweifelsfall. So. Und das andere ist so, ist auch aus der Zwischenkriegszeit, muss ich sagen, dieser Blick in die Stube da. Mhm. Aber von Hand hat man im 19. Jahrhundert gestickt, bis zu den ersten Maschinen. Also mit dem Stickrahmen sozusagen, ja, die berühmten Bilder. Wie sie die junge Frau das nachstellt. Ja, was mich jetzt noch ein bisschen interessieren würde, ist, in welche Richtung arbeitet ihr denn jetzt weiter? Also wohin geht denn jetzt sozusagen eure Forschungstätigkeit? Ich meine, ihr habt jetzt mehrere Monate, war es jetzt in Schwarzenberg ausgestellt, gab entsprechende Rückmeldungen, nehme ich an. Das Feedback ist groß und die Schwarzenberger haben sich gerade gestern entschieden, dass die Ausstellung noch weiter bestehen bleibt, weil es wirklich jetzt angelaufen ist von der Kommunikation. Wir arbeiten sehr viel mit Kommunikation, mit Menschen und es dauert immer wenig, aber es ist gleich gut angelaufen. Wir können nächstes Jahr in Dornbirn weitermachen, im Stadtmuseum und werden das Thema Rheintal betrachten und haben Partner in der Schweiz gefunden, auch sehr toll. Wir haben das Frauenarchiv Ostschweiz, Frauengeschlechtarchiv Ostschweiz als Partner gewinnen können, dass wir auch den Blick über die Grenze, also wir werden das Rheintal von beiden Seiten des Rheines betrachten, einmal ein Stück weit. Was auch bei der Wirtschaftsgeschichte selten der Fall ist. Ganz genau. Also das ist auch ein wirklich innovativer Ansatz, denke ich, und wichtig. Und haben hier, ja, also in diese Richtung geht es. Wir werden nächstes Jahr im Frühling dort einen Beginn einer Ausstellung präsentieren, weil die Ausstellungen immer wachsen sollen. Wir merken, es kommt mehr dazu schlussendlich dann und wir sind wirklich froh, hinweisen, speziell auch für andere Branchen. Es waren auch noch die Frage der unterschiedlichen Branchen. Sehr textillastig, dann später natürlich ganz klar abgelöst Elektrometallindustrie, das kennen wir alle hier. Wir haben dann wirklich Zumtobelleuchten, also auch Lederproduktionen, kleine Nischen, Kartonagen. Also es gibt wirklich alle, das Spannende ist ja auch, es hat ja für jede kleine Nische einen extra kleinen Vertrag gegeben, weil man es ja pro Stück abgerechnet hat. Also hat man das immer neu ausgeglichen. Diese Akten sind alle im Staatsarchiv in Wien, da werden wir nächste Woche hinfahren, wo wirklich für jedes einzelne Produkt dann festgelegt wurde, wie viel Arbeit ist es, wie lange hat man dafür und dementsprechend wurde das ausbehandelt, der Lohn. Also ganz eine spannende Sache. Und die Heimarbeiterkommission war aber komplett ausgegliedert aus den sonstigen Strukturen, Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer oder sonst wie. Die ist direkt dem Sozialministerium unterstellt. Sie wurde 2009 aufgelöst, weil es halt immer weniger Heimarbeit, weil es nicht mehr notwendig ist, ist jetzt aber von ihrer Funktion, die Funktionen hat das Arbeitsinspektorat übernommen. Weil es gibt noch Heimarbeiterinnen, also es ist ja nach wie vor, das Gesetz gilt und vereinzelt wird noch Heimarbeit ausgegeben. Mhm. Aber natürlich verschwindend. Darum braucht es diese Kommission, die vertreten worden ist, also diese ganzen Kontrollen und Beratungen der Frauen, das war eine Person über viele Jahre. Mhm. Und die Kommission hat sich zusammengesetzt aus den verschiedenen Branchen, die haben sich regelmäßig getroffen und dann ausverhandelt, Lohnverhandlungen durchgeführt. Also es ist sozusagen eine Querschnittberufsgruppe und eine Branche. Mhm. Genau, die Vielfältigkeit. Einfach, das gibt jetzt, wir haben da in Unterlagen Verbrechenschaftsbericht der Arbeiterkammer und dann sieht man schon 3 Seiten, verschiedene wirklich Heimarbeiterkommission für Wäsche, verwandte Erzeugnisse, für Textilien und dann werden da Sticker unterschieden, allgemeine Heimarbeiterkommission, da geht es um Schuhe, Leder, Stoffe, also man merkt schon, das ist ganz vielseitig und irgendwo Metall, da sind wir im Jahr 1964 und da ist bei Metall sind nur 259 Personen, die über 4000, die Heimarbeit gemacht haben. Das ändert sich in den 80er Jahren natürlich, das hört sich komplett um dann. Ja, jetzt nochmal die Frage von Ihrer Seite, gibt es sozusagen auch Beiträge aus eigener Perspektive oder eigener Erfahrung oder eher nur Fragen
weil man es selber nicht erlebt, aber vom Hörensagen kennt. Oder ist jemand hier, wo sozusagen selber eigene Erfahrungen hat damit? Weil ich höre jetzt nur so, seit ich irgendwie mit dem Thema beschäftigt habe, ich höre schon von Leuten, die sagen, ja, also auch in den 60er, 70er Jahren war das durchaus üblich, wenn man zu Schulfreunden nach Hause gekommen ist, dass dann da irgendwas rumgelegen ist, wo Carsten hat, ja, da ist die Mama irgendwas am Basteln oder so, in Heimarbeit, wo man aber nicht so genau gewusst hat, was ist das eigentlich, was die da tun oder so. Also es ist offensichtlich nur weit verbreitet gewesen, aber nicht so, dass man es sozusagen so richtig wahrgenommen hat als Arbeit, sondern oft einfach nur als Teil des Familienlebens sozusagen. Ja. Nimmt diese Heimarbeit durch die Digitalisierung heute zu? Also kommt wieder zurück sozusagen. Das ist natürlich schon die Frage, weil ihr gesagt habt, die Heimarbeiterkommission wurde aufgelöst, hat keine Funktion mehr. Das heißt, es gibt für heutige Heimtätigkeiten, Homeoffice-Tätigkeiten natürlich überhaupt niemanden mehr, der zuständig ist. Ich glaube schon, das müsst ihr jetzt selber nachschauen. Da gibt es schon Reglementierungen für diese Homeoffice, für dieses Telework. Aber es fällt nicht unter Heimarbeit, unter dieses Gesetz, weil da geht es wirklich um Warenfertigung, Verpacken und so weiter. Mhm. Darum fallen die da nicht rein. Mhm. Aber natürlich ist das jetzt eine andere Art von Vermengung von der Arbeit, die nach Hause wieder kommt, oder? Die am Voranschreiten ist. Bitte. Ich kenne das nur, mein Vater hat eine Stickmaschine. Der war so ein Lohnsticker, der war so ein Zwischending zwischen einem Unternehmer und eigentlich für jemand anderen gearbeitet. Und der hat immer seine Stickereien zur Nachstickerin gebracht. Das war meine Taufpatin. Und ich hatte immer das Gefühl, dass das eine Arbeit ist, die man so macht, über die keinen Status hat. Die läuft so irgendwie nebenbei. Ich war noch im Gymnasium und bin nur in einer Zeit aufgewachsen, wo die Frauen vielleicht ein bisschen aufgewacht sind. Für mich war das so irgendwie, man hat keinen Status. Man macht das und man macht das hinter vier Wänden und liefert das dann wieder ab. Also, auch wenn ich jetzt, ihr habt gesagt, es gibt ja einen Vertrag und so, meine Taufpatin war nicht unglücklich für diesen Job. Aber sie hat eine Gesichtslose. Kein öffentliches Bild dafür. Es war jetzt nichts Negatives, weil sie ja eh so viele gemacht haben. Und es hat interessanterweise unterhalb der Heimarbeiter hat es natürlich schon Differenzierung. Also Nachstickerinnen, das höre ich immer wieder. Das war ja auch etwas, was man lernen musste. Das war auch besser bezahlt. Das war sozusagen schon mehr, wenn man das konnte. Aber nach außen hin hat es kein Bild dafür gegeben. Aber sie haben das durchaus geschätzt, die Frauen. Und ich habe eine wunderschöne Geschichte auch im Bregenzer Wald gehört. Die gesagt, bei ihnen im Haus war eine Frau, eine alleinstehende alte Frau, die hat immer Kettenstich gestickt. Und sie hat sie mal gefragt, die Erzählerin hat sie gefragt, warum machst du das dein Leben lang und so. Und sie hat dann gesagt, ja weißt, wenn ich jetzt nicht gestickt hätte, dann hätte ich irgendeinen Mann heiraten müssen. Und mit dem Sticken habe ich gerade so viel, und sie war ärmlich, habe ich gerade so viel verdient, dann habe ich es mal aussuchen können. Also es war auch eine gewisse Art von Freiheit, unter Anführungszeichen, weil sie war ja schon eingeengt finanziell, aber sie hat doch gerade diese Spur Unabhängigkeit damit bekommen. Wie sieht es denn mit den Arbeitsplätzen aus? Also gab es da irgendwelche Regeln dafür, wo und wie gearbeitet werden sollte? Ja, der Herr Passamani erwähnt das schon mal an einer Stelle, aber das war nicht das Hauptaugenmerk. Als Hauptaugenmerk war die faire Bezahlung, dass es überprüft wird, ob es passt oder so. Und es ist wirklich meistens der Küchentisch. Wir haben als Logo auch diesen 60er Jahre Risopal-Küchentisch und da ist das meiste passiert. Also ja, es steht natürlich in dem schönen Gesetz, steht natürlich drinnen auch mit, man darf nicht am Sonntag und man sollte nicht zu Nachtzeiten, aber die Realität war ja natürlich in dieser privaten Zone eine andere. Das ist so, das war ja auch wiederum auch eine Freiheit. Ja. Also das heißt meistens am Küchentisch und meistens auch am Abend und nicht zu Normalarbeitszeiten oder wie? Ja.
ja, ganz, wenn halt dazwischen Lücken sind, neben der Familie oder der Landwirtschaft. Und das wird in Dornbirn noch einmal spannend, das Rheintal anzuschauen, weil da ist das nicht so einheitlich, die Bevölkerung, wie im Bregenzer Wald, oder? Da ist interessant, wer ist lieber in die Fabrik und wer hat heimgearbeitet, oder gibt es auch in Dornbirn, zum Beispiel in der Stadt, Zonen, wie in der Südtiroler Siedlung, wo mehr Heimarbeiterinnen zu finden waren. Und also dort ist es nochmal differenzierter. Und das ist jetzt die Herausforderung, das nochmal anzuschauen, wie war es im Rheintal. Mhm. Passt auch. Und Stadt noch einmal, dann gibt es auch ländliche Zonen im Rheintal. Aber ja, wird spannend werden. Mhm. Jetzt haben wir vorher schon geredet über die Resonanz von Menschen, die selber betroffen waren, Zeitzeugen sind, erzählen können. Wie sieht es denn mit den Firmen aus? Wie kooperativ sind die? Oder gibt es die Firmen überhaupt noch, die früher Heimarbeiter beschäftigt haben? Im Textilbereich, es gibt sie noch, aber natürlich viel, viel weniger, das ist ganz klar. Also wir sind auf Zeitzeugen angewiesen, aber auch da führen wir natürlich nicht nur Gespräche mit Heimarbeiterinnen, sondern auch mit Ausliefern, mit Firmenchefs. Also es soll ja wirklich das ganze Spektrum sein. Aber in erster Linie interessieren uns die Frauen. Also interessant ist auch, wenn wir die Firmen anschreiben, dann werden wir gleich mal an die Leiter verwiesen und so, dann müssen wir noch einmal betonen, ja, es interessiert uns schon, aber in erster Linie die Geschichten der Heimarbeiterinnen. Also wir möchten alles natürlich auch uns anhören, damit wir das darstellen können. Ja, wir sind dran. Aber wir haben jetzt im Textilbereich haben auch zwei Firmen sofort gefunden. Das war in Schwarzenberg die Firma Iske und die Firma Hoferhecht, die noch arbeiten, die noch produzieren, und das waren natürlich die, bei denen es immer auch korrekt gelaufen ist, und die waren sehr positiv und haben uns Leihgaben gegeben und vermissen, also denen tut es eigentlich leid, dass sie diese Heimarbeitsgruppen, haben sie das genannt, also Gruppen, das waren dann schon 80 Frauen bei ISCO im Bregenzer Wald und bei Hoferhecht eine ähnliche Zahl, es war eine große Gruppe an Arbeiterinnen, dass die nicht mehr für sie arbeiten können, weil sich das firmenintern vollkommen geändert hat, die Produktion, die Auslagerung und alles. Hermann? Vor allem in Ihr Forschungsgebiet und auch die heutigen neuen Selbstständigen hinein, die ja im Endeffekt viel schäbiger behandelt werden, viel hinterfotziger behandelt werden, weil die müssen sich noch selbst versichern, auch noch, stehen als Selbstständige da und sind im Endeffekt auch, ich sage es jetzt einmal, moderne Sklaven, gejagte Sondergleichen. Im Moment ist es unser Kernthema natürlich bis ungefähr 90, wo die große Anzahl der Heimarbeiterinnen tätig waren. Aber das Thema Arbeit an und für sich, wie verändert sich heute auch die Industrie, wohin das wäre vielleicht dann weiter, also in unserem Kopf schon ein weiterer Forschungsschwerpunkt, den wir gerne weiterverfolgen möchten. Für uns ist selber spannend, als auch Selbstständige, oder? Das zu reflektieren. Und, oder? Ganz ein spannendes Thema. Momentan nicht. Momentan ist es zu weit auch für uns. Wir waren aber ganz klar im Gespräch auch mit der Arbeiterkammer, wo das vielleicht auch in einem Vortrag mal transparent der Bogen gespannt wird, oder? Das wäre spannend, das möchten wir machen. Die Arbeiterkammer ist da irgendwie involviert gewesen, obwohl sie offiziell nicht damit beschäftigt war, oder wie? Oder? Nein, wir sind natürlich im Gespräch mit diesem Vortrag. Unser Ziel wäre, dass wir einen Vortrag in die Richtung was machen nächstes Jahr. Aber die Arbeiterkammer ist rein formal nur für Angestellte zuständiger. Sie haben jetzt eben in Ihren Rechenschaftsberichten drin, ist es schon erwähnt, aber einfach nur einmal im Jahr eine kurze Stellungnahme. Mehr ist nicht da. Die Heimarbeitskommission hat natürlich schon, die haben auch Informationsveranstaltungen zum Beispiel mit dem ÖGB gemacht für die Frauen oder mit der Arbeiterkammer Veranstaltungen, Informationen. Also da hat es schon eine enge Zusammenarbeit gegeben, um die Frauen zu informieren. Aber Sie haben recht, also eigentlich ist durch die Gesetzgebung 54 und dann immer wieder durch Novellierungen hat man schon versucht, das in einen Rahmen zu bekommen, wo das dann abgesichert war. Oder? Im Vergleich zu ganz unreglementierten Zonen war das schon relativ viel, aber es war dann auch das Problem. Also diese Entgeltberechnung war so irrsinnig kompliziert und dass manche Firmen auch, das haben wir auch gehört, dass Firmen gesagt haben, das war dann irgendwann zu kompliziert, diese ganzen Regelungen mit diesem Sonderstatus, dass man deshalb auch die Heimarbeit aufgehört hat. Mhm. Jetzt habt ihr vorher auch schon was erwähnt, von wegen, was ihr sammelt. Das heißt, das Ganze ist nicht nur ein Forschungs-, sondern auch ein Ausstellungs- oder Sammlungsprojekt. Oder wie soll man es charakterisieren? Ja, also
Wir werden in Dornbirn auch wieder Aufrufe starten. Wir haben bereits jetzt am Dienstag ein Sammelcafé, das verteilen wir nachher nochmal, einen Infozettel im Stadtmuseum. Wir möchten immer vermitteln, man kann jederzeit sich an uns wenden, man kann die Kollegin Gerti Furrer sitzt auch da vom Stadtmuseum Dornbirn, man kann auch die Frau Magister Furrer anrufen, man kann ins Museum kommen, wenn man plötzlich was findet zu Hause, ein Foto oder wenn ihm was einfällt und das für die Ausstellung übergeben. Denn, das möchte ich betonen, darf ich ganz am Anfang? Solche Fotos wie das rechts oben, die haben Seltenheitswert. Darum ist es da so ein hässliches Foto, das ist aus einer Zeitung. Weil man es normalerweise gar nicht festgehalten hat. Niemand hat fotografiert, wenige hatten einen Fotoapparat und haben dieses da in irgendeinem, da unterm, halb im Dachboden arbeiten, nicht dokumentiert. Aber es gibt sie natürlich. Also ich muss nochmal da zurück. Ups, jetzt bin ich raus. Fangen wir nochmal vorne an. Wir haben ein paar Fotos bekommen, die uns irrsinnig freuen und wir suchen die natürlich weiterhin. Oft sind es so nebensächlich, eigentlich ist was anderes das Hauptmotiv und hinten sieht, also da jemand an der Kettenstichmaschine, eine Frau Schwarzenberg, eine Ferkerin an der Kettenstichmaschine. Das ist ein super Foto von, das hat uns die Tochter von der Frau gebracht, die ist da so an diese Strasssteine auf die Stickereien applizieren mit so einem Lötstab. Das ist auch aus der Zeitung, diese Fotos sind leider nicht mehr aufzutreiben im Original. Das ist so aus dem Elektrobereich, oder? Das ist so genau diese Situation. Wir suchen aber nicht nur Fotos, sondern auch Objekte. Also die Endprodukte, die in Heimarbeit produziert wurden, wie zum Beispiel dieses Mäntelchen da, Fakona, ja, Miesgang, Firma Miesgang, Fasona oder Fakona. Also auch das hat man dann genäht. Oder auch sowas wie ein Lohncycler, also alle Dinge, die irgendwie noch an diese Heimarbeit, die dokumentieren, über das freuen wir uns. Und natürlich speziell aufs Rheintal bezogen nächstes Jahr. Aber in Schwarzenberg ist das nicht zu Ende, das Sammeln. Wenn jemand sagt, er hat ein Gerät von der Oma aus dem Bregenzer Wald, bitte, wir nehmen es gerne als Leihgabe. Das waren so, ja. Wir haben auch eine Homepage, wo unsere Kontakte drauf sind, wo wir Sammelstücke auch wiederum präsentieren in der Rubrik Sammlung. Also wir fotografieren die Dinge und beschreiben sie kurz. Auch dort kann man jederzeit nachschauen oder uns schreiben. Da habe ich auch noch ein paar Objekte, die jetzt derzeit nicht in der Sammlung sind. Das ist ein Lieblingsobjekt von mir. Kennen alle, oder? Pfannenkretzer. Auch, die wurden auch in Heimarbeit zusammengedreht von der Firma Feiglin Hart. Ja, das, solche Sachen hat mein Bizau genäht. Also alles, was industriell die letzten 50 Jahre hergestellt wurde, vieles ist einfach verpackt worden, genäht, endgefertigt worden. Oder da ja so Babybatschen, das ist eine Garnrolle aus der Kettenstichstickerei. Ja, Fäden. Oder halt ganz viel aus dem Stickereibereich. Wenn wir die Vielfalt auch in Dornbirn weiter zeigen können, aufs Rheintal bezogen, wäre das super und bitte das weitertragen und unsere Kontakte immer weitergeben. Wir haben noch einen Zettel zum Verteilen von diesem Sammelcafé, wenn Sie selbst nicht kommen können oder was haben. Also das ist am 17., oder? Das ist nächste Woche, am Dienstag schon. Das ist nicht so, dass da jetzt irgendwie speziell ein Programm ist von 15 bis 18 Uhr. Wir sind einfach im Stadtmuseum, im Leseraum, im Erdgeschoss vom Archiv. Wir sind dort, wir unterhalten uns, wir nehmen Erzählungen auf, aber auch Objekte entgegen, fotografieren sie. Mhm. Dann freut es uns natürlich. Ja, mein Rat. Ganz kurz. Ich möchte noch einen wesentlichen sozialgeschichtlichen Einwurf sozusagen zu machen zur Handarbeit oder zur Hausarbeit oder zur Designarbeit, weil es ja bis zum Jahre 1975 den Frauen nicht erlaubt war, ohne die Erlaubnis des Mannes arbeiten zu gehen, war das natürlich eine Möglichkeit, ohne den Mann fragen zu müssen, etwas zuverdienen zu können, weil damit ja auch mit dieser Heimarbeit das patriarchalische Männerbild aufrechterhalten werden konnte, dass der Mann draußen arbeitet, die Frau daheim dazu verdient. Das ist ja ganz wesentlich was weg. Und darum geht auch nach 75 die Heimarbeit unter anderem neben wirtschaftlichen Dingen zurück,
weil die Frauen ja die Erlaubnis bekommen haben, die rechtliche, sich selber außer Haus eine Arbeit suchen zu können. Also es wird mit der Heimarbeit praktisch das traditionelle Mutterbild aufrechterhalten. Es wird das traditionelle Männerbild aufrechterhalten, dass der Mann das Einkommen bringt von außerhalb und dass trotzdem für das Familieneinkommen etwas dazu verdient werden kann. Das scheinen immer ganz wesentliche Dinge zu sein, sozialgeschichtlich, dass die alten gesellschaftlichen Positionen mit der Heimarbeit natürlich aufrechterhalten. Und dazu kommt noch, wie es bei uns daheim auch in den Dörfern war, dass eine Frau die Heimarbeit geleistet hat, obwohl sie in der schnelle Arbeit war, war es keine Fabriklerin. Mhm. Ja. Also es kommt natürlich für Sozialprestige der einzelnen Familien, kommt es dazu, dass man zwar Fabriksarbeit im Haus hat, aber man ist keine Fabriklerin. Das war ganz wesentlich. Ja, Frau Istermann. Na, dieses ganze Image, was auch mit Fabriklerin verbunden war, das hatten die Heimarbeiterinnen nicht. Ja. Jetzt nochmal kurz die Nachfrage. Das bedeutet also, dass der Mann das Familienoberhaupt war bis 75, das ist mir bekannt, aber die Frauen mussten um Genehmigung fragen, wenn sie arbeiten wollten. Ja. Also was mir jetzt noch eingefallen ist, auch mit diesem, was das für eine Rolle fürs Familieneinkommen, das war natürlich unterschiedlich. Ich würde sagen, jetzt die frühe, die ist, also im 19. Jahrhundert war es schon eher einfach auch zum Überleben einer Familie notwendig, diese Heimarbeit im Bregenzer Wald oder so. Das hat sich natürlich nach 45 verschoben. Es hat sicher die Frauen gegeben, die mit den Kindern allein waren, die haben das einfach als Basis gebraucht. Es hat aber auch Familien gegeben, wo die Männer relativ gut verdient haben und die Frauen haben trotzdem Heimarbeit gemacht. Und damit hat man den beginnenden Konsum finanzieren können, den Hausbau, den ersten Fernseher, den Kühlschrank. Also damit wurde auch die Wirtschaft angekurbelt. Ja, im Bregenzer Wald, also einer gesagt, das hat den Dorf, den Geschäften, hat das was, das war spürbar, dass so viele Frauen Heimarbeit gemacht haben, weil die haben dort, also das hat die Wirtschaft belebt. Das war ein Wirtschaftsfaktor, den Konsum. Wenn er so eine Tätigkeit, die den sozialen Status oder die sozialen Verhältnisse aufrechterhalten hat, heißt das, dass es auch politisch gefördert wurde, dass Heimarbeit gemacht wurde oder hat man es quasi wohlwollend zur Kenntnis genommen. Aber es gibt einen Hinweis auf dieses, also der ÖGB hat einige Male versucht, durch Informationsveranstaltungen im Bregenzer Wald irgendwie die Frauen zu motivieren, dass sie sich zusammenschließen, dass sie irgendwie, weil die Sticker waren das ja immer, oder? Die gewerbetreibenden Sticker, die hatten ja immer eine Organisation, dass sie sich auch irgendwie organisieren oder irgendwo dazugehen. Aber da ist nie, also die haben das so beschrieben, da ist kaum jemand aufgetaucht. Da gab es nie eine Resonanz, da hat sich auch keine Frau hingetraut. Also erstens wegen dem Auftraggeber, weil die Ferkerin im Dorf vielleicht dann keine Arbeit mehr verteilt, aber auch wegen diesem Rollenbild. Also das wäre irgendwie nicht gegangen. Das war vielleicht im Rheintal etwas anders, aber in diesem festgeschriebenen ländlichen Rollenbild war das, hat der ÖGB dort keine Chance gehabt. Wie haben das denn die Frauen selber dargestellt, ihre Position und ihre Rollenbilder? Wie haben sie das selber empfunden? Einfach so als Empfinden auch meinerseits bei diesen Erzählabenden, da war schon so auch ein Stolz untereinander und auch eine Wertschätzung. Und da hat es eine ganz klare Hierarchie gegeben für, was die alles können hat. Also die war wirklich einzigartig gut. Also das hat, und das aber unter den Frauen, das war wie so eine Frauen-Community. So ist wie jetzt im Feedback, also wenn die sich getroffen haben, dass sie dann erzählt haben, also die war einzigartig. Das war die beste Kettenstichstickerin überhaupt. Also sehr, sehr wertschätzend gegenüber. Oder ja, die hat jetzt viel geschafft, hat wirklich viel geschafft. Also, aber es waren vereinzelt Männer bei diesen Veranstaltungen, aber von den Frauen her, ja, das war sehr spannend, ja. Ihre eigene, also es war schon stolz da, denke ich mal. Aldo? Ja. Ich glaube, der wollte noch. Ich bin schon, in einer Nachstickerfamilie aufgewachsen und die Frauen waren stolz, meine Mutter hat nachgestickt, meine Tanten haben alle nachgestickt, meine Schwester hat nachgestickt und mein Vater war Malermeister, der älteste Sohn ist ihm ins Geschäft eingestiegen und da hat es also nie was gegeben, zu sagen, du darfst nicht nachsticken. Weil wir haben angefangen, ein Haus zu bauen an 1900, kann es nicht mehr genau sagen, und da war jeder Schilling, den man verdient hat, hat man brauchen können. Und mein erster Job war auch in einer Scherlerei, in der Stickerei. Also
Meine Schwester und meine Mutter, die haben also nicht nur für einen Stickerl oder eine Firma nachgestickt, die haben mehrere Firmen im Hause gehabt. Und denen hat man Ware gebracht und die Fabrikanten, die waren froh, wenn sie die Ware so schnell wie möglich wieder bekommen haben. Und da ist am Morgen keine motorisierte Maschinen, sondern zum Treten und da ist gegangen. Die Mama hat dann gekocht um 11 Uhr und am Nachmittag ist wieder weitergegangen. Wir haben dürfen die Sticker da zusammenlegen, das durften wir auch natürlich. Und wo wir dann in die Schule gegangen sind, man hat uns geholfen, die Hausaufgaben zu machen und sonst sind wir halt über den Damm ins Rheinverland zum Fußball gegangen. Da war also nichts Niederträchtiges dabei, sondern Industrie hat es ja Nachstickerinnen gegeben, ich kann nicht sagen wie viel, aber Hunderte. Und da waren alle froh, wenn sie dann am Ende vom Monat das Geld bekommen haben. Da hat man ja die Löhne noch bar ausbezahlt. Aber die Nachstickerin war alle nicht versichert. Ja, am Anfang nicht. Ist richtig. Ja. Ich habe noch eine Nachfrage zu dem Beitrag von Minister Bichler. Hängt dieses Heimarbeiterproblem zusammen mit dem traditionellen Vorarlberger Familienbild im Vergleich, wie hat es in den anderen Bundesländern ausgeschaut? Also ist im Burgenland zum Beispiel oder Niederösterreich? Also in Österreich war ein weiterer Hotspot war Wien. Da hat es viel Heimarbeit gegeben. Das heißt, es hängt auch mit der Industrialisierung. Mit der Industrialisierung, ja. Ganz klar. Und ich würde nicht sagen, das Familienbild hat die Heimarbeit befördert, aber es hat gut zusammenpasst. Oder? Aber es war natürlich wegen der Industrialisierung hat es Heimarbeit gegeben. Und in der Schweiz wir haben jetzt eine Zahl gefunden, in den 90er Jahren immer noch an die 50.000 Heimarbeiter gegeben, oder? Also in der Schweiz auch noch weiter. Ja, viel, viel mehr, oder? Auch in Bayern. Also das ist ein europäisches, das ist ein globales Thema. Also Heimarbeit ist jetzt kein Vorarlberger oder österreichisches Phänomen. Das war eher eine fünfte Nachfrage. Hat es Einzelfälle gegeben, dass sich eine Heimarbeiterin oder Heimarbeiter in die Selbstständigkeit gewagt hat? Also ich arbeite jetzt nicht mehr in den Sack des Eigentümers, sondern in meinen. Ging das überhaupt? Aber wir haben bei den Stickern gibt es natürlich diese Ferker, die Zwischenverteiler im Prinzip, die waren durchaus selbstständig. Die waren ja dann selbstständig, die Ferker. Die Unsere Beobachtung ist jetzt im Metall-Elektro, da ist es meistens direkt von den Betrieben ausgegangen, oder? Weil das ist natürlich, war dann auch direkter. Es gab natürlich da schon auch Themen von Bevorteilung oder auch nicht, wenn dazwischen, oder? Dass man sagt, ich gebe dir mehr oder weniger, oder? Das hat durchaus solche Themen gegeben. Heimarbeiter, die es selbstständig gemacht haben, nein, kennen wir nicht. Aber Ferker ist natürlich ganz klassisch, auch historisch, die sind ja dann sehr oft an die Industriellen, waren ja am Anfang Ferker, oder im 19. oder im 18. Ja. Jahrhundert. Das hat ja oft mit Ferkereien begonnen, oder Leopold Bischof in Bezau mit der Gardinenfabrik, das war auch ein Ferker, der plötzlich sich dachte, ich will nicht mehr den Schweizern zuarbeiten, sondern ich mache mich selbstständig, ich handle selber mit den Stickereien. Also in der Berufsgruppe hat es diesen Sprung natürlich gegeben. Dann, wir haben schon darauf hingewiesen, was als nächstes kommt. Also es kommt eine Ausstellung in Dornbirn, wo jetzt begonnen wird zu sammeln und wo ihr hofft und davon ausgeht, dass man dann eben nicht nur textile Produkte ausstellen kann, sondern eben auch welche aus Elektro-Metallindustrie. Kartonagen durchaus auch, also da gibt es sehr viel auch. Was in Dornbirn auch nochmal interessant wird, da sind wir natürlich auch schon dran. Wir können dort, das im Bregenzerwald bleibt und in Dornbirn können wir das System nochmal besser erzählen, weil zu diesem System Heimarbeit, sage ich, da hat auch die Firma Wohlgenannt zum Beispiel gehört, die Scheren geschliffen hat oder ein Nähmaschinengeschäft. Naja, nicht in Heimarbeit, sondern die in dem System drinnen waren, weil die Heimarbeiterinnen haben alle paar Wochen der Ferker hat einen Sack Scheren gebracht, also wer hat zu diesem ganzen System gehört oder das Maschinenservice war ein ganz großes Thema, die mussten ständig servisiert werden. Mhm. Das haben dann auch wieder Firmen gemacht in Dornbirn oder
Also diese also es hängt noch wesentlich es mehr hängt dran. Es hängt da viel mehr dran und es lässt sich jetzt an Zulieferern im Rheintal oder viel besser erzählen natürlich. Dienstleistungsbetriebe genau. Für Heimarbeit. Die dieses okay. System mit Schöne unterstützt Heimat haben. Gegeben. Mhm. Lustenau, glaube ich, 5 oder 6. Mhm. Früher hat man von Hand ausgeschnitten, dann wurden Maschinen produziert, dann hat es Selbstständige, gegeben der Richtmeiner, selbstständige Ausschneidereien gegeben, mhm. Die haben sich selbstständig gemacht. Also da gibt es noch viel mhm. zu erforschen und zu... Was natürlich jetzt nicht entsprechend erwähnt worden ist, ist die ganze Logistik. Mhm. Das war ja ein System, das hat ja funktionieren müssen, und zwar von den Mengen her und auch von den Terminen her. Also diese ganze Transportlogistik, wer hat das gemacht? Ist man hier mit dem Auto herumgefahren, mit dem LKW oder mit dem Ausgang? Mhm. Ja, ich sage ja. Also das ist eines der faszinierendsten Sachen. Ja. Fahrrad und Anhänger. Ja. Ja. Alles. Vom Privatauto. Ja. Auch der Mittelspersonen, die im Privatauto das eingesammelt haben und irgendwo in eine Garage einen Sack hingestellt haben, da ist die Firma gekommen, hat ihn geholt, bis zu wirklich Firmenbussen oder so, die das verteilt haben. Also da gibt es alle Varianten und das ist, erstaunt mich immer, dass das funktioniert hat. Es hat funktioniert und es hat einmal täglich, manchmal sind die jeden Tag im Bregenzer Wald gefahren und haben das geholt oder halt in die anderen Talschaften. Das heißt, es gab aber auch immer für die, die das gemacht haben, einen Zeitdruck zu einem bestimmten Zeitpunkt, es gab fertig immer einen Termin zu sein. Und es wurde ständig, hat da ein Austausch stattgefunden. Und dass das bei den Straßenverhältnissen, dass das alles immer so geklappt hat, ist erstaunlich. Die Leistungsnachweise, ich meine, die Warenübergabe, Stückzahl, Rücknahme, fehlerhafte Waren, das muss ja... Habt ihr da was gehört von Erzählungen über Zeitdruck? Die haben die Fehler. Über Zeitdruck? Mhm. Ja, Zeitdruck haben wir viel gehört. Also das war einfach notwendig, das fertig zu machen, oder? Und dann hat man zusammengeholfen. Das heißt, man hat aber da in die Nacht reingearbeitet oder wieder natürlich, damit man fertig vorwiegend, war ja, natürlich. Mhm. Und also das war wiederum gesetzlich reglementiert. Man musste Buch führen über das. Mhm. Und die Firma musste, oder der das ausgegeben hat, der musste Buch führen. Also es war alles schon sehr genau bezeichnet, was habe ich für wen, wann gemacht, in welchen Mengen. Das war dann für die Abrechnung wichtig. Können die Heimarbeiterin bestimmen, wie viel sie machen wollen? Ja, eigentlich schon. Also wobei natürlich... Wenn die so ein paar Stapel braucht haben, konnte die sagen, nee, das schaffe ich nicht. Jein. Das ist halt immer... Also das System war immer durch persönliche Beziehungen geprägt, oder? Sie haben... Also die Verteilerin hat schon gewusst, der kann ich mehr hingeben und der weniger, oder derzeit hat der Baby, das geht jetzt, das war schon möglich, oder? Aber natürlich haben die Frauen auch viel genommen, damit sie die Aufträge nicht verlieren, damit sie nicht dann... Aber Mindestmaß mussten sie nehmen. Ja, im eigenen Interesse, sonst hätten sie... Ja, es waren manche schon geringfügig. Es war einfach. Es war auch ein Ehrgeiz, dass man es schafft. Okay. Jetzt haben wir gesagt, es wird eine Ausstellung geben. Was ist denn sonst so die Perspektive für euch? Also gibt es da Publikationen dann irgendwann? Wohin steuert es denn das Projekt? In erster Linie geht es um Dokumentation. Wir haben uns entschieden für Online-Dokumentation im Moment. Das kann durchaus sein, aber es ist noch zukunftsmäßig, dass wir es dokumentieren, auch in einem Katalog auf eine Art, dass es einfach auch verankert ist. Aber es ist noch offen. Also momentan ist es primär die Homepage, die bleibt, die quasi auch ständig erweitert genau wird. Mhm. Gibt es noch Fragen an die Damen? Ja klar, wir haben noch Zeit. Eine Übersicht oder die Möglichkeit einer Einsicht über den Erfolg der Firma? Welche waren jetzt da erfolgreicher? Die mit viel Heimarbeiterinnen oder mit weniger Heimarbeiterinnen? Gibt es da irgendwie auch einen Einblick? Schwierig. Also es ist, weil es ja so ein flexibles System war. Manche haben das ein paar Jahre gemacht, dann hat sich in der Produktion auch durch irgendwas mit Automatisierung geändert, dann war das vorbei. Andere haben das jahrelang.
Also mir den Schweizer Auftrag, das habe ich mir dann schon gedacht, den Schweizer Auftraggeber der Kettenstichindustrie, und das ist was sehr Eingespieltes gewesen, Kettenstichstickereien rüber. Der hat gemeint, also ihre Firma hätte nicht eine zweite Firma, ein zweites Standbein aufbauen können in der Kartonagenindustrie ohne dieses Vorarlberg-Geschäft. Also ich habe mir gedacht, dann haben die ziemlich gut verdient mit dem Vorarlberg-Geschäft. Und dann der Erfolg ist relativ, oder? Das war einfach notwendig. Die Automatisierung, jetzt gerade im Metall-Elektro-Bereich, war noch nicht so fortgeschritten. Das ist ganz klar abgelöst worden durch die Automatisierung, das Heimarbeitsthema, oder? Und insofern, die Firmen hatten zu dem Zeitpunkt sicher nur liefern können durch die Heimarbeiter, ganz klar. Also es wäre nicht der Wachstum möglich gewesen, wenn nicht diese Industriereserve, wie wir es auch nennen, vorhanden gewesen wäre. Die Stickerei kamen hauptsächlich aus der Schweiz und aus Lustenau dann. Im Zweifelsfall, ja. Bestimmte Sachen aus der Schweiz oder sonst halt viel Lustenau, Hohenems, Altach, die Stickereizentren im Rheintal, überall. Also die haben auch immer Heimarbeit mal in der nächsten Umgebung, dann im Rheintal und bestimmte Dinge im Bregenzer Wald. Also. Mhm. Bitte. Gab es etwa in den 70er Jahren, wo ja es allgemein drauf geschaut wurde, dass auch Mädchen Berufsausbildung bekommen, gab es in der Zeit eine Fluktuation, dass also Frauen zunächst einmal gearbeitet haben, dann geheiratet haben, Kinder bekommen haben und aus dem Berufsleben so ausgeschieden sind und dann in Heimarbeit eingestiegen sind? Oder auch umgekehrt, dass wenn die Kinder größer waren oder so, Frauen aus der Heimarbeit ausgestiegen sind und wieder in Angestelltenverhältnis oder sonst was verkauft oder sowas eingestiegen sind? Das kann ich jetzt leider nicht mit Zahlen belegen, sondern nur atmosphärisch durch Erzählungen und das eher nein. Also die jungen Frauen haben einmal zunächst nicht Heimarbeit gemacht, sondern die sind irgendwie in die Fabrik. Da gab es ja im Bregenzer Wald auch schon so Fabriksaußenstellen durch diesen Wirtschaftsboom, oder? Hat es überall so kleine Fabrikszweigstellen gegeben. Also das war der typische Weg, dass man zuerst in die Fabrik geht oder überhaupt ins Rheintal oder in die Schweiz als Hausmädchen. Also, aber Ausbildung eher nicht. Und dann, sobald die Kinder waren, und das hat die ausgebildeten Frauen genauso betroffen, die auf der Textilschule waren oder sonst was, die sind dann einfach, die haben heimarbeiten müssen praktisch im Bregenzer Wald. Im Rheintal war es ein bisschen anders. Und viele sind dann dabei geblieben. Aber es gibt, ich kenne schon noch Fälle, die dann einfach das ein paar Jahre gemacht haben und dann wieder was anderes. Also euer Schwerpunkt gehört nur über die industrialisierte Heimarbeit. Oder beinhaltet es ohne so Randgebiete, wie zum Beispiel, ich denke jetzt an meine Schwiegermutter, die einfach kostenlos in der Bäckerei von ihrem Ehemann jahrzehntelang kostenlos gearbeitet hat. Ja, die letzten 10 Jahre hat man sie dann noch versichert, damit sie ja eine Pension kriegt. Eventuell, ja. Sagen wir das, irgendwie würden wir schon das Thema Arbeit so natürlich mitnehmen. Oder was Sie auch letztes Mal in Dornbirn erzählt haben, da gibt es ja viele so Zwischenbereiche, die jetzt nicht unbedingt industrielle Heimarbeit sind, aber es haben ja Frauen auch viel Handarbeit und Stickereien und Sachen für kirchliche Auftraggeber erledigt. Oft gratis oder gegen irgendein Tauschgeschäft. Das ist gerade in meinem speziellen Fall, war es beim Onkel Josef, der Liesterwagen Wehrnacher, da hat die Oma das Material gekauft und ihm das praktisch gestickt in Form, wie sie das jedem Mädel mitgehört als Aussteuer. Und da haben alle im Familienverband, das war Landwirtschaft, am Abend ist man vor dem Radio geguckt und hat gestickt. Das war also wunderbar. Also ich habe jetzt gerade ein Exponat an ihm gefunden, leider nicht mehr in gutem Zustand, aber da sind wunderschöne Dinge, also die ganze Bettwäschgarnituren, die ganze Aussteuer für die Kirche, die ganzen Ornate, das hat alles die Oma gesteckt, die ganzen Schellriemen für den Josef, ja, oder halt für die Landwirtschaft. Also ja, ich muss mit ihm einmal reden, was man anschauen kann, aber ich weiß so, dass die ganze Gruppen den Oma trainiert hat.
Unter anderem auch nachher in Wehr, in Tiroliner. Die hat das also richtig den organisiert. Ob sie Geld dafür bekommen hat, glaube ich eher weniger. Also da gibt es, Frauen haben natürlich immer irgendwas gemacht zu Hause, was Handarbeit und Nähen oder klar, oder vor dem Konsumzeitalter hat man das ja alles selber produziert. Ich meine, das sind so Sachen, da hat sich die Frau schon damit beschäftigt, mit der Handarbeit nämlich. Das ist ein bisschen was anderes, als wir haben den Fokus schon auf industrielle Heimarbeit. Aber wir schauen auch sehr kleine Auftraggeber an. Also auch Kleinindustrien haben funktioniert mit Heimarbeiterinnen, also nicht nur große Auftraggeber. Im 19. Jahrhundert hat man ja die Frauen erzogen zum fleißig Handarbeiten. Da war es undenkbar, dort sitzen ohne Strickarbeit, ohne Strumpfstricken. Ohne etwas in der Hand zu haben, oder? Ja. Also ein moralisches Gebot zu arbeiten. Ja. Ich habe Buchhaltung zu Hause gemacht, Heimarbeit. Also das ist jetzt nichts mit Industrie. Ja, aber neben den Kindern. Klar, das ist auch jetzt, was jetzt verbreitet ist, oder? Durch die technischen Möglichkeiten ist der Dienstleistungsbereich auch verstärkt zu Hause. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Sonst, der Zettel ist, glaube ich, rundumgegangen oder die Zettel sind rundumgegangen mit dem Termin, Sammelcafé oder wie heißt es? Am kommenden Dienstag im Stadtmuseum in Dornbirn. Und dann, ich weiß nicht, ob der Termin schon feststellt, wann die Ausstellung sein wird. Ja, im Frühjahr 2018. Frühjahr 2018 wird man dort mehr erfahren und sehen. Und es wird mit Sicherheit nochmal ganz spannend, was dort so auftaucht. Ja. Eine gibt ja eine Karte, die kommt in der Recherche, dass sie wirklich auch die Bezahlung sich erschwingen. Das ist sehr wichtig, weil das zeigt dann, warum die Heimarbeit unter anderem auch, wie die Bezahlung. Also davon kann man ja ausgehen. Das war ja meine Frage, dass sie das vielleicht auch im Hinterkopf und einfach ein bisschen erforscht, weil das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Also ist ein Grund, warum wir den Staatsarchiv fahren. Ja, absolut. Das müsste ja in dem Fall die Heimarbeiterkommission sozusagen festgehalten haben. Wenn es die Unterlagen noch gibt. Die Frauen haben sich ja selber nicht vertreten, sie haben keine Vertretung gehabt. Das ist alles langsam gekommen, es war kein Aufstand. Die Frauen hätten ja von sich aus auch mal sagen, uns nicht, das nicht, das war alles. Das hat wiederum mit dem Rollenbild hat es nicht gepasst. Ja. Das ist so sukzessiv, aber zum Glück gab es ja dann die Kommission und dann ist es sicher auch ihnen besser gegangen. Aber was vorher war, das ist alles im Dunkeln und das ist sicher, man muss ja noch Bücher lesen und dann sagen, Geschichten und solches Wortes für die Frau. Und der Mann hat bestimmt, ob sie auch arbeiten darf. Es gibt auch heute noch einen Rechtsanwalt, seine Gattin. Ein Gattin eines Rechtsanwaltes arbeitet nicht. Und das ist schlicht. Und wenn, dann sieht man es nicht. Na, also es ist nicht, wir wollen das schon irgendwie vermitteln, dann nochmal, dass das zwar von der Arbeitsform ist es jetzt, kann man schon sagen, fast historisch, aber vom Thema ist es ein brandaktuelles Thema für Familien, für Rollenverständnis, für Frauen und Kinder. Wie organisiert sich eine Gesellschaft? Wie teilt sie sich das auf? Wie managt sie das? Und insofern wollen wir damit schon noch eine Diskussion anstoßen. Und auch eben, wie man jetzt hört, in verschiedenen Fällen, wie sichtbar ist Frauenarbeit. Ja. Ja. Auch das, also das soll schon dazu den Anstoß liefern, dass man auch mal sich selbst dann natürlich spiegelt in dem, was man da liest und sieht. Jo, dann werden wir heute ein bisschen früher, glaube ich, aufhören wie sonst, wenn es keine Fragen mehr gibt, aber dafür haben Sie dann Gelegenheit, sich nur Produkte anzuschauen und zu fragen, wie man um Gottes Willen solche Topfschwämme, was man da tun muss, damit sowas entsteht. Und ich darf ganz kurz noch auf die nächsten Veranstaltungen hier hinweisen. Wir haben in einem Monat gleich zwei Historiker hintereinander hier im Haus, nämlich am Freitag, den 17., das nächste Freitags um 5,
mit dem Professor Wanner, der uns erzählen wird über die russische Revolution und wie sie in Vorarlberg wahrgenommen wurde und darauf reagiert wurde. Die Retikus-Gesellschaft ist gerade an einer Publikation, die im Ende November rauskommen wird, über wie wurde in Vorarlberg die russische Revolution darauf reagiert, wie wurde sie wahrgenommen, was hat man davon mitgekriegt, die russische Revolution sozusagen im lokalpolitischen Spiegel ist das Thema von Gerhard Wanner am Freitag, den 17. wieder hier um 17 Uhr. Und am Tag danach dürfen wir hier im Haus die neueste Publikation von Meinrad Pichler präsentieren, eine Sammlung von Aufsätzen aus den letzten Jahren, die in einer schönen Ausgabe herauskommen und hier präsentiert werden. Am Samstag, den 18. November, gibt es also zwei Termine hintereinander gleich, die interessant sind. Und ansonsten wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Danke sehr für die rege Teilnahme und das Kommen und hoffe, Sie in einem Monat dann hier wiederzusehen. Danke. Danke. Dankeschön.